Was geht ab? Rohat und ich sind in Kiel, in meiner Stadt, in meiner jetzigen Stadt. Hier ist Rohat. Wir sind gerade hier angekommen. Mal diese Kiste zu machen. Rohat, du hast mich gerade gefragt, was das hier ist. Mhm. Und ich zeig dir jetzt 50% von meiner Kindheit. Okay? Komm, wir zeigen euch das mal. Was erwartest du von diesem Ort hier? Ich glaube, hier hast du deine Kindheit verbracht anscheinend. Wie viel Prozent? Ich glaube, 32. Guck mal, ich zeig dir jetzt was. Das ist hier die sogenannte Halfpipe, haben wir sie immer genannt. Das ist jetzt alles umgebaut worden. Außer dieser Turm, der ist immer noch genauso, wie er war. Die Sprayen, ja, und das ist da auch erlaubt, da gehen wir gleich hin. Dieser Turm hier, da habe ich so viel Zeit oben drauf gebracht, da haben wir uns immer versteckt, auch vor den Älteren und so. Und vor den Cops. Vor wen? Vor den Cops. Nein, Bro, vor den Cops nicht, Mann. Also hart auf hart doch. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, hier war alles anders. Das ist jetzt Asphalt geworden, das war alles. Hier waren so ganze Plastikbahnen und so. Hier war so eine riesengroße Halfpipe hier. Eine riesengroße, da haben wir so viel Zeit verbracht. Wir haben uns hier verletzt, wir haben Spaß gehabt, wir haben alles hier gemacht. Wie findest du den Turm? Hier wurde dann gedreht, weil hier ist es windstill. Ja. Ja, wirklich, hier haben die gedreht und so. Die Älteren, ich war noch kleiner, ich war noch klein, Bro, ich war so 10, 11. Komm, wir gehen mal hoch, ich zeig dir mal oben den Turm. Also hier, diese Treppe hier, ich sag dir, wie es ist, hier haben wir uns das ein oder andere Bein schon gebrochen. Und von hier oben, guckt euch das mal an, von hier oben werdet ihr gleich sehen, wie geil das aussieht. Alter. So, also auf jeden Fall, hier standen wir. Ich war so lange nicht mehr hier. Da haben wir Volleyball gespielt. Ich nicht, ich habe immer den Ball geholt. Da vorne ist so ein Trampolin, ein kleiner Spielplatz. Hier ist die Feuerwehr. Das haben die neu gemacht. Guck mal, alles neu betoniert. Also was heißt neu? Aber schon etwas neuer. Und guck mal, wie das geil von oben aussieht. Das haben die alles neu gegossen, Rohat, hier. Alles neu. Das waren alles Plastikbahnen. So geil zu skaten, wenn man das kann. Ja, ja, normal. Wir sind immer Inliner gefahren. Wir sind Inliner gefahren. Hier vorne ist Dings, da unten ist der blaue Gummi. Hey, die spielen Basketball, lass mal mitspielen. Normal, wollen wir? Komm, wir ziehen die gleich ab. Wir machen die gleich fertig. Ja, Bro, das ist meine Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Komm, stell das mal so stehen. Hier. Aber eigentlich war das noch zu, Digga. Das ist, eigentlich haben da noch so Platten fehlen hier. Ah. Schau hier oben. Da. Sieht man, hier waren noch Platten dran, ich sag's doch. Das war zu hier, wir konnten nie hier richtig ran, wir mussten immer durch diese Schlitze gucken. So, hier oben standen wir immer, aber auf diese ganz große Halfpipe, die noch da war. Und haben immer hier runtergeguckt auf den damaligen roten, alten, kaputten Gummi. Der jetzt in einen schönen blauen Gummi umgewandelt wurde. Guck mal, wie das aussieht, alles neu. Hier machen die immer Graffiti, richtig, richtig schön. Nee, nee, hier ist keine Schule, Bro. Hier ist die Coventry Sporthalle. Das haben die so gemacht, sowas wie eine Jugendherberge, also nicht Jugendherberge, sondern sowas wie eine Jugendgruppe. Hier machen sie immer auf freitags und lassen dann, verleihen dann Bälle und sowas und Spielsachen. Das ist immer dieser Hotspot für die direkten Kanaken, da war ich auch früher. Und die sind gerade genau da unten. Und ich sag dir, hart auf hart sind das immer noch die Bälle, die von da geliehen haben, die gerade da unten benutzen. Nee, Digga, das ist von sonst gleich kaputt gegangen. Wie kann man so Eier haben, dass man mit dem Skateboard hier runterfährt? Sieht schon von hier wirklich ziemlich hoch aus. Würdest du runterlaufen? Auch nicht. Runterlaufen nicht? Weißt du, was wir immer gemacht haben? Das heißt Sit-In. Kennt jemand von euch Sit-In noch? Du setzt dich so hin. Halt mal fest. Du setzt dich hin mit Inliner. Und dann, so hast du damals angefangen. Und dann bist du so und dann mit Inliner gerade gefahren. Ja, das ist ja nicht schwer. Ja, das denkst du. Aber du hast jede Zeit... sein, ja. Stabil, Abu. Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist schon ziemlich hoch. Nee, das ist eine sehr gute Frage, wie du da hochkommst. So, Abu, wie kommst du jetzt da? Wie kommst du jetzt hier hoch? Oh, nice. Wow. Mashallah, Profi, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, Gott, Schmerzen überall am ganzen Körper, aber hat geklappt. So, wir gehen jetzt mal runter hier zum blauen Gummi. Rohat will zeigen, dass er gegen Kinder gewinnen kann, weil er gegen Sydney hast verloren, glaube ich, oder? Kein Grund. So, warte, das geht hier noch weiter. Hier ist ein großer Fußballplatz. Hier ist Tusk Garden. Das hier ist Tusk Garden.
Das ist echt ein großer Platz. Oben sind Grillplätze, neue Spielplätze. Die haben das alles neu gemacht. Ja, wir haben hier noch ein paar eingesessene Kieler getroffen. Der ist einfach 10 Meter größer als ich. Und ich kenne den schon, seitdem er klein war. Aber da war er trotzdem größer als ich. Der ist 21, der Bre. Der ist schon. Der, Bruder, du hast echt krasse Gene, Mann. Stabil, Mann. Danke, Bruder. Und das ist hier Justin. Justin, auch eingesessene Kieler. Ja, Mann. Und dann ist immer schön, sich darüber zu unterhalten, wie das alles hier früher aussah. Mhm. So vergammelt und so. Und jetzt so schön für die Dings gemacht und auf entspannt Fußball gespielt. Kennt ihr noch das Spiel, wie heißt das? Marine? Marine, klar. Ja, ja. Kennt ihr Marine? Ja, was war das noch? Klar, Weltmeister haben wir gezockt. Weltmeister, da habe ich nie Bock drauf gehabt, weil man da laufen musste. Marine war easy, Bruder. Du stehst an Linie schießen, das war's. Das war's. Weltmeister war aber Beste. Ja. Weltmeister war Beste, sagst du? Entweder einer Team oder zweier Teams. Okay, warte mal. Roat, wir machen jetzt kurz. Einmal gehe ich Tor, einmal gehst du Tor. Wir machen bis drei, okay? Ja, krass. Komm, bis drei, Tor schießen. Egal, wer hat gewonnen? Gar keiner von beiden. Aber in Herzen? Ja, du natürlich. Gut. Okay, komm, Roar, zeig mal ein paar Tricks. Ich kann nichts mehr, Digga. Ich habe das letzte Mal E-Jugend gespielt. Ich kann wirklich nichts mehr. Mach irgendwas. Auf jeden Fall, willst du noch was sagen? Nein, Bruder, ihr seid korrekte Jungs. Krass, dass die mal wieder hier sind, ne? Was soll ich sagen? Chillig auf jeden Fall. Ist der Herz, Bruder. Ja. Ist auch dabei. Wollt ihr was sagen? Ja, alles. Ja, was soll ich sagen, Digga? Grüß meine Oma. Ja, Grüße aus der Hut auf jeden Fall. Aus der Hut, Mann. Was sagt ihr dazu, dass ich nach Buxtehude jetzt ziehe? Ach, ziehst du hin? Habe ich noch nicht gehört. Wohnungsmarkt in Kiel ist tot, weißt du ja. Ja, ist auch krass. Katastrophe. Aber ist schön da. Aber tot durch Monte, ne? Eine Stunde. Das wird halt schlimm auch für dich, finde ich, ne? Bruder, ich bin nicht so bekannt wie Monte. Ich bin kein Monte. Ja, aber es kommt noch. Kommt noch. Ja, du sagst das jetzt. Er macht positive Auge, das mag ich. Ja, aber du sagst das jetzt, ne? Und dann kommt das so, ja, Monte hat die berühmt gemacht, ist nicht mehr Buxtehude City. Und dann stehst du da auch mit deinen, keine Ahnung, 500.000 oder deine Millionen voller. Ja, und dann bist du auch derjenige, der da wegziehen muss. Digga, das guckt euch ja diese Übung an. Zeig mal, was du drauf hast. Ist gut? Merkst du was? Verausgab dich nicht, du fasst es. Stimmt, Digga. Hä? Du hättest dieses Laufding. Komm mal her. Du hättest dieses Laufding gar nicht benutzen dürfen. Warum? Warum hätte ich das nicht benutzen dürfen? Maximal 120 Kilo. Ey, Digga, du bist so gemein, Mann. Fühlst du die Bewegung? Ja, was ist das denn für eine Übung? Digga, heute ist der Welt 420 Tag, das weißt du. Und du weißt genau, was du wieder aussiehst. Digga, lass mich in Ruhe, Mann. So, Roar ist in seinem Element angekommen. Hier ist die Hood Basketball. War auf jeden Fall gerade geil. Bisschen gefußballt. Jetzt schauen wir mal, ob die verlieren wollen. Roar sagt immer, er ist der beste Basketballer, den es gibt, Mann. Du hast gesagt, du bist der Beste. Die Straßen Harlems laufen auf dem Flatscreen. Ey. Gott und ich sind immer noch ein Tag-Team. Yeah. Sie warten auf das Mixtape so wie Crack Fiend. Dein Lieblingsrapper sieht aus wie eine Drag-Queen. Ich ball wie D-Rose.